Hey Folks, welcome to MM Project. Mein Name ist Martin und heute, wie versprochen, präsentiere ich euch Native Instruments Machine Micro MK3. Dritte Auflage. Sensationelles Tool. Ich mache diese Videos deswegen, damit ihr eine kleine Hilfestellung habt. Also abonniert den Kanal, falls ihr irgendwelche News, Neuigkeiten habt oder beziehungsweise mit mir diskutieren wollt, was euch daran gefällt und was euch vielleicht nicht daran gefällt. Ja? Beziehungsweise ich versuche euch diese Tools näher zu bringen. Ich bin ja jetzt jahrelang auf der Suche gewesen nach meinen Pads, ja, und bin darüber über die Akai MPC-Serie gestolpert, nicht, weil die kenne ich schon seit den 90er Jahren. Das ist wirklich ein cooles Tool. Es gibt immer wieder Revival und was Neues. MPC 249, super mit 49 Tasten, ein tolles Keyboard, tolle Pads, wirklich cool. Ja. Dann habe ich ausprobiert das MPD 218, auch 16 Pads, halt nur die 16 Pads. Dann das Akai MPC Studio. Also es gibt wirklich ganz, ganz viele tolle Sachen. Und natürlich auch Novations Launch Pads, also das sollte wirklich das Nonplusultra sein, hat mir auch ganz gut gefallen, wobei ich muss sagen, also vor ein paar Jahren habe ich ja das Alesis V49 mir zugeführt und diese Pads haben mir eigentlich bis vor kurzem sehr, sehr gut gefallen und warum irgendwas Gutes austauschen, wenn ich nichts Besseres habe, ja? Bis jetzt. Ja? Irgendwie ist dann nur mehr das Tool übrig geblieben oder ein Tool von Native Instruments und ich habe mir gedacht, naja, ich brauche jetzt nicht das Studio, das große Ding, weil eigentlich ist es ja ein Looper beziehungsweise mit Sequencer für DJs beziehungsweise alle möglichen Musiker, die auf Loops stehen. Ich bin ja eher Anti-Looper, Record What You Play Typ und da musst du ja ganz viel installieren, also damit du halt dann hast du noch einen Pitcher dabei, brauche ich alles nicht, aber ist sicher eine coole Angelegenheit. So, zum Anschluss, USB-B, also ganz eine easy Geschichte, Plug and Play, wie es bei Steinbergs Cubase üblich ist, ja. Denkt man sich, super, der Regenbogen war da, habe ich mir gedacht, passt, cool. Und dann aber ist finster geblieben. Nichts geht. Und dort habe ich mir schnell einmal die Frage gestellt, okay, wie geht das Ding jetzt? Ja? Jetzt habe ich die Software runtergeladen, dann muss das irgendwie aktivieren, das ganze Ding. Also ich meine, das ist schon etwas, ja, etwas, was jetzt nicht jeder, glaube ich, sofort kapiert, wie das funktioniert. Aber schließlich und endlich ist es mir dann gelungen. Und für mich waren dann nur eine Tastenkombination war richtig relevant. Die habe ich aus dem Benutzerhandbuch herausgefunden. Und zwar ist das die Shift mit dem wunderbaren Kreisel dort oben eingefasst mit dem Viereckel. Mein Christbaum, ja. Und das ist wirklich, wirklich cool. Jetzt habe ich mir sofort eine Talking Drums gemacht, weil ich die halt gern spiele. Und das präsentiere ich jetzt ganz kurz, weil das ist wirklich ganz, ganz lässig. So, herrichten da, passt alles, ja. Wirklich, wirklich ein cooles Tool. Ja. Wie ich das dann gehört habe, habe ich mir gedacht, ist da vielleicht mehr drinnen. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, da müssen wir mal ausprobieren, wie das Ding dann eigentlich tut, wenn ich dann analoge Drums einlade. Ja. Die waren dann fast für mich noch etwas interessanter, weil ich stehe auf Ludwig, habe das über Jahre lang gesampelt, das ganze Ding. Und dann ist mir sofort aufgefallen, wenn ihr euch noch erinnern könnt, an den Breakbeat, ja, da habe ich ja diesen Rollcover, wo ich dann brrrt gemacht habe, ne? Den brauche ich jetzt nicht mehr. Boom. I'm astounded. Ich war wirklich, wirklich erstaunt, wie cool diese Hardware funktioniert. Also das muss ich euch wirklich sagen. Und bevor ich jetzt zu meinem kleinen Ludwig Drum Solo komme, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wie ihr das Video schaut. Abonniert den Kanal und schreibt mir einen Kommentar drunter. Ich freue mich. Baba, grüß euch. Fingerdrums.
Grüß euch.